Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Pferdewetten.de TV. Am kommenden Wochenende ist es soweit. In Amerika findet statt der Breeders' Cup. Eins der wichtigsten Highlights im Galopprennsport weltweit. Und das wollen wir natürlich besonders intensiv besprechen. Am Freitag geht es los. Der Samstag, das ist das absolute Highlight. Da finden zahlreiche hochdotierte Rennen statt. Am Freitag natürlich auch, aber am Samstag, da sind zahlreiche Highlights, die Sie natürlich auch bei uns auf pferdewetten.de bewetten können. Da gibt es zahlreiche Bonusaktionen. Da gucken Sie sich einfach mal ein bisschen um auf pferdewetten.de. Da geht es dann hoffentlich auch für Sie richtig rund. Ja, und besprechen möchten wir diesen Renntag natürlich mit unseren Experten. Einmal mit dem Peter Heugel, den ich hier recht herzlich begrüßen darf im Studio. Hallo Peter. Hallo, grüß dich, servus. Und für die zusätzliche Information ist hier auch am Tisch der Pierre Hofer. Pierre, grüß dich. Hallo Kies, grüß dich. Ja, und da wollen wir direkt mal starten, liebe Zuschauer. Und zwar befassen wir uns mit dem 8. Rennen, welches stattfindet um 21.45 Uhr am Samstagabend. Das ist das Emirates Airline Breeders Cup Turf Race Grade 1. Das ist gleichzusetzen mit Gruppe 1. Und dieses Rennen ist dotiert mit einer Summe von 3 Millionen US-Dollar. Ja, und entsprechend gibt es da ein interessantes Pferd, was Sie vielleicht auch schon kennen, was Sie vielleicht schon mal gehört haben. Sarafina, das ist die Startnummer 2. Und dieses Pferd war bisher sehr, sehr, sehr erfolgreich, aber hatte im L'Arc de Triomphe in Paris vor einiger Zeit nicht den richtigen Rennverlauf, landete nur auf Platz 7. Warum ist das so gewesen, Peter? War das wirklich ein absoluter Außensetzer? Was war da los? Ja gut, also was ich so gesehen habe, würde ich sagen, ist ein bisschen weit außen gegangen, hat ein bisschen eine ungünstige Position gehabt und war eigentlich so weit aus den Rängen nicht raus. 7. Platz liest sich natürlich schlecht, aber wenn man überlegt, Daydream war 5 Längen in Front. Und vom 2. bis zum 7. waren es ungefähr 2 Längen, ja, 2,5 Längen. Dann war das nicht ganz so tragisch, wie sie das eigentlich liest. Gut. Und davor hat die ja auch keine Fehler gemacht. Was hat die alles gewonnen? Ja. Prix Corrida, Grand Prix de Saint-Cloud und Prix Faux, Gruppe 2, Gruppe 1, Gruppe 1. Also, auch mit guten Chancen jedenfalls am Samstag. Auf jeden Fall. Und dann hat sie dieses Mal auch wieder tolle Startposition aus der Startbox 2. Da glaube ich, sieht das einmal ganz anders aus. Und auch ganz wichtige Zusatzinformation, liebe Zuschauer, in Amerika starten sehr viele Pferde mit einem Medikament, Lasix nennt sich das. Kannst du uns das, Pierre, mal ganz kurz erläutern? Das ist immer hochinteressant natürlich, wenn es zum Breeders' Cup geht, laufen die europäischen Pferde unter Lasix. Das ist ein Hilfsmittel, das in Amerika erlaubt ist. Ein entwässerndes Mittel, welches einfach dafür sorgt, dass das Pferd eben das unnütze Wasser aus dem Körper ausscheidet. Dadurch wird das Herz entlastet, die Pumpleistung wird entlastet. Das Blut wird dünner. Entschuldigung? Das Blut wird dünner. Das Blut wird sozusagen schneller. Leichter transportierbar und ist natürlich ein Hilfsmittel, das nicht erlaubt ist bei uns hier. Ja. Und dann ist immer die Frage, laufen die europäischen Pferde mit diesem Mittel oder nicht? Ja. Sarafina tut es tatsächlich nicht. Das ist sicherlich eine interessante Information in dem Rennen auch noch. Ja. Die anderen Europäer in dem Rennen benutzen dieses Mittel. Okay, also da gibt es einige europäische Pferde, die eben auch in allen drei Rennen am Start sind, die wir jetzt nacheinander besprechen wollen, liebe Zuschauer. Ja, und da starten wir doch direkt mal, lieber Peter. Wie sieht's aus mit den Favoriten im 8. Rennen am Samstag bei dir? Ja, wie gesagt, Sarafina schaut bei mir ganz besonders wichtig aus. Ja. Dann Awaited Down und Midday. Ich glaube, das könnte europäischer Einlauf werden. Okay, und die amerikanischen Pferde sind oft nicht ganz so erfolgreich wie die europäischen, ne? Ja, also auf den Grasrennen sind die Europäer im Groben schon an Ticken oder sehr oft an Ticken besser. Ja. Und dieses 2005, auch davor schon, aber ich habe mir das seit 2005 nochmal angesehen, gab es jetzt einen amerikanischen Sieg und sonst nur europäische Siege. Selbst im letzten Jahr hat mit Dangerous Mitch eigentlich das Pferd hat nie wieder einen Zielrichter belästigt danach in Europa, okay. Aber konnte im letzten Jahr auch gewinnen. Also das sind mit Sicherheit die heißen Favoriten, wie Peter das auch schon gerade erwähnt hat. Muss man sich einen Europäer aussuchen. Ja, das macht er. Das macht Peter. Peter, wie sieht's denn aus? Deine drei Pferde, die du uns hier empfehlst. Ja, Sarafina, Awaited Down und Midday. Also die Programmnummer 2, die 6 und die Programmnummer 9. Genau. Wenn du die Wahl hättest, auch in dieser Reihenfolge, oder würdest du da noch ein bisschen... Ne, ich glaube, ich würde das sogar in der Reihenfolge sehen. Ja, okay. Pierre, können wir mal ganz kurz auf pferdewetten.de schalten, auf die Seite schauen. Wie sieht's da aus? Kannst du uns das kurz erläutern? Da haben wir schon auch die Festquoten, ja? Also nicht die Festquoten, noch nicht.
Das Pardon, sind die zu erwartenden Sieg-Eventualquoten. Man sieht eben auch, dass Serafina auch in den USA derzeit favorisiert wird mit 35 für 10. Und die anderen Europäer, die auch gerade Peter genannt hat, die 6 Weighted On, 45 derzeit, wie auch die 9 Midday mit 50 für 10. Natürlich auch noch stark gewettet wird die 1, das zweite Pferd von Aidan O'Brien sein. St. Nicholas Abbey gehört mit Sicherheit auch zum engsten Favoritenkreis. Also es kann, und das ist nicht mal ausgeschlossen, mit Sicherheit sogar eine europäische Dreierwette geben in den Rennen. Da drücken wir uns mal gegenseitig die Daumen, liebe Zuschauer, Ihnen natürlich auch schon mal an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Rennen. Das ist das 10. an dem Samstag, das TPG Breeders' Cup Mile Rennen, Grade 1, ebenfalls Gruppe 1 Ebene, dotiert mit 2 Millionen US-Dollar. Da haben wir die Programmnummer 1, Goldie Cover. Das ist ein irisches Pferd, wenn ich das richtig lese. Dreimal schon gewonnen. Peter, du musst mich korrigieren, habe ich den Eindruck. Ist ein Franzose. Pardon? Französin. Und wie du schon sagst, dreifache Serie des Rennens. Ja. Probiert jetzt diesmal das Rennen wieder zu gehen, logischerweise, den Erfolg auszubauen. Gut, was da kann man nicht viel drüber sagen über Goldie Cover, weiß eh jeder. Ist in ihren 6 Jahren 26 Mal gelaufen. Ja. Davon 17 Rennen gewonnen. Ja. Man, das ist eine Hausnummer. Es gibt wohl kein wichtiges Rennen auf der Meile, das sie noch nicht bestritten und gewonnen hat. Und hat auch dieses Jahr die gleiche Marschroute wie letztes Jahr. Also schau, was du da einfach mal an. Ja, gute Idee, wir haben sie vorbereitet. Ihren Sieg aus dem letzten Jahr im Breeders' Cup ebenfalls auf der gleichen Bahn. Wir sehen hier die letzten 400-500 Meter. Zieh das auch mal hoch. Ja. Sie ist derzeit an 5. Position. Kommt jetzt ganz außen und wird gleich unglaublich schnell in den hellen Farben und zieht am Feld vorbei und gewinnt dann sehr, sehr überlegen. Das war also der dritte Sieg in diesem Rennen. Man sieht schon, Olivier Pellier im Sattel muss eigentlich nicht sehr, sehr viel tun und gewinnt dann sehr, sehr sicher das dritte Mal. Und viermal hat noch nie ein Pferd ein Breeders' Cup-Rennen gewinnen können. Und ja. Man versucht es eben in diesem Jahr. Wird heiße, heiße Favoriten werden. Wir sind gespannt. Wie sieht das denn aus, deiner Meinung nach, Peter? Wie weit haben da noch andere Pferde Chancen, aufs Podest zu kommen? Ja, Giobonti muss man auf jeden Fall erwähnen. Ja. Amerikaner wird von Ramon Dominguez, den ständigen Reiter, wieder gesteuert. Mhm. Und hat auch schon einige Gegner aus diesem Rennen geschlagen. Ja. Und ja, nur halt die Goldie Cover noch nicht. Okay. War aber 2010 knapp dran. Ich meine, da war der Zweite dahinter, ne? Wie wir gerade gesehen haben. Und ja, Arlington Million war er Zweiter und hat zuletzt Gruppe 1 mit einer halben Länge gewonnen. Also ist wahrscheinlich einfach der stärkste Amerikaner in dem Rennen mit Abstand. Genau. Wir haben mit Sicherheit noch das eine oder andere interessante Pferd aus Europa in dem Rennen. Du hast ja sicherlich die 8 noch angesehen, Byword. Ja, auch von André Fabré. Mhm. Mit Gio im Sattel. Hat dieses Jahr in Prix de Dollar und Prix de Chemin de Fer d'Honneur gewonnen. Mhm. Ist viermal gelaufen in dem Jahr. Ja. Zweimal gewonnen, einmal Zweiter. Ja. Tolle Form, toller Formspiegel. Auf den Punkt gebracht, deine 3 Pferde, die du uns an die Hand geben möchtest. Ja. In erster Linie Goldie Cover. Ja, die 1. Giobonti. Da haben wir die 5. Giobonti, sorry. Ja. Und Courageous Cat. Das ist die Programm 3. Numero 3. Über die haben wir auch noch nicht gesprochen, aber die verfügt natürlich auch über einen glänzenden Formspiegel. Zuletzt eben ganz, ganz knapp geschlagen in einem sehr großen, hochdotierten Rennen in den USA und die ist mit Sicherheit auch eines der besten Pferde über und die Und 2009 Marke. War er der Runner-Up zu Goldie Cover in diesem Rennen. Ja. Vielleicht fühlt er wieder ein bisschen dran. Okay, sehr gut. Ist vor allem auch ein Tipp jetzt von den Quoten her, wie wir es auch hier sehen, bei uns in der Morning Line. Courageous Cat steht derzeit in etwa bei 90 für 10. Wir sehen Goldie Cover ganz oben, die Startnummer 1 für 24 für 10. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es diesen Kurs geben wird. Ja. Die Amerikaner lieben das Pferd auch. Da wird so mancher Sympathie-Dollar auch unterwegs sein. Ich glaube, dass das Pferd weit unter
Pari, also unter 20 für 10 abgeben. Unter doppeltes Geld, ja. Aber das macht natürlich dann die Quoten für die vermeintlichen Gegner umso interessanter. Ja, und vielleicht aus eurer Sicht, ich meine, gerade als Wetter ist ja immer die große Frage, mache ich das wirklich, gehe ich dieses Risiko ein, auch wenn ich eigentlich das Pferd auch als Favorit sehe, aber wenn der Kurs einfach zu niedrig ist bei doch relativ vielen Startern, dass man da einfach sagt, nee, ab 18 für 10 als Beispiel unter zweifach, mache ich das nicht mehr aus Prinzip? Die Frage muss man sich tatsächlich stellen aus meiner Sicht. Ich persönlich glaube, dass Golikova jetzt mit ihren 6 Jahren nicht mehr ganz dasteht, wo sie im letzten und im vorletzten Jahr war, von den Formen her, von ihrem Leistungsvermögen. Es gab doch die eine oder andere unerwartete Niederlage in diesem Jahr. Nach wie vor ist sie Weltklasse, keine Frage. Die Form lässt sich ja trotzdem sehr gut. Ja, keine Frage. Erster, zweiter. Ja. Absolut richtig. Aber sie war nicht mehr so unantastbar wie im letzten Jahr. Ja, okay. Ich sehe aber auch jetzt nicht wirklich einen ernsthaften Gegner. Ich kann es mir schwer vorstellen, ob wir irgendjemanden hier finden können, der wirklich in der Lage wäre, sie anzugreifen. Startnummer ist auch in Ordnung, Startnummer 1, wobei das Pferd eigentlich völlig unkompliziert zu reiten. Die lief ja die letzten 2 Mal auch immer aus hinteren Regionen. Ja, ne? Nur beim ersten Mal als Dreijährige ist sie mit vorne mitgegangen. Und von daher dürfte sie ganz pflegeleicht sein. Und gut. Also wenn man an die 1 glaubt, ja, dann vielleicht stellen, wenn man richtig abräumen möchte, Dreierwette und dann halt hoffen, dass ein paar Außenseiter hinten reinlaufen. Sag mal persönlich, wenn die 18, 19, 20 für 10 steht, ich glaube, dann erwische ich mich auch dabei, dass ich dann doch mal irgendwie 3,50 Euro auf sie setze. Auch sehr schon schön. Aus Sympathie. Danke, Jungs. Und wir kommen zum letzten Rennen, zum 11. Rennen. Das ist dann gleichzeitig dotiert mit 5 Millionen US-Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Highlight jagt hier an diesem Samstagabend das andere. Alle Rennen natürlich live auch zu sehen auf pferdewetten.de, aber das versteht sich eigentlich von selbst, liebe Zuschauer. Ja, die Breeders' Cup Classic Grade One, natürlich auch auf der Gruppe 1-Ebene das Ganze. Und da geht's richtig ab über ein Viertelmeile. Ja, Wie sieht's da aus? Da haben wir den Onkel Mo, ne? Das ist das amerikanische Pferd, was wirklich auch extremst geliebt wird. Ein absolutes favorisiertes Pferd wahrscheinlich, aber ich glaube, man liest da auch so ein paar Sachen. Die letzten Monate lief's nicht so, wie man sich das hatte vorstellen können, beziehungsweise hatte nicht so starke Gegner, dieses Pferd, oder? Ja, das erzählt man sich so. Also er ist durchaus der amerikanische Superstar in dem Rennen. Ja. Ich denke auch, das wird reines amerikanisches, ein amerikanischer Einlauf. Ja. Hier unser Uncle Mo, der hat 7 Lebensstarts, davon 5 Sieger und einmal Zweiter, einmal Dritter. Wobei man, wie du schon gesagt hast, das letzte Rennen, dieses Kelso Handicap auf Gruppe 2 Ebene, er zwar relativ leicht gewonnen hat, glaube drei, vier Längen oder so, aber man erzählt sich, da waren die Gegner dann doch nicht ganz so hochkarätig. Er war ein ganz heißer Favorit auf die amerikanische Triple Crown. Ja. War aber, glaube ich, krank und deswegen hat er das ausgelassen. Ne? Genau, er musste es auslassen. Er kam natürlich mit einer tadellosen Form über den Winter. Wir sehen uns vielleicht noch seinen Sieg an im letzten Jahr oder aus dem letzten Jahr im Breeders' Cup Juvenile, also als Zweijähriger, auch die letzten Meter. Wir sehen es hier auch, ist übrigens auf Sand, im Gegensatz zu den anderen beiden Rennen, die wir gerade besprochen haben. Und er ist hier schon vorne und löst sich vom Feld in bestechender Manier. Das war also im letzten Jahr auch auf der gleichen Bahn in Churchill Downs. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und so pflegte er seine Rennen zu gewinnen. Aber wie gesagt, er hatte leichte gesundheitliche Probleme. Peter hat es erwähnt. Und die Experten sind sich nicht ganz sicher, ob er wieder diese Form, die wir jetzt gerade hier gesehen haben, einstellen kann oder ob es dann doch einen gibt, der ihn schlägt. Gut. Ja, dann hören wir uns mal an, lieber Peter, welche Pferde du da uns noch ein bisschen erläutern möchtest. Ja, dann hätten wir zum Beispiel Havre de Grace. Ja. Auch ein amerikanischer Teilnehmer mit Ramon Dominguez im Sattel. Liest sich auch hervorragend, also hier laufen wir nur gute Pferde. 6 Start, 5 gewonnen und Ahmed Zweiter. Lediglich mit Nase geschlagen worden. Wenn das keiner ist, dann weiß ich nicht. Ja. Ne? Aber immer auf einem Tacken kürzeren Strecken. Also der ist immer so auf 1700, 1800 Meter gelaufen. Aha. Gut, 2000 Meter ist jetzt nicht der große Unterschied, aber das kannst du ausmachen. Okay. Sollte aber nicht wirklich ein Riesenhindernis sein. Der galoppiert gerne so an dritter, vierter Stelle. Ja. Dann haben wir ja hier den Uncle Mo, der meistens vorne oder an zweiter Stelle geht. Ja, die werden sie dann schon das Rennen untereinander machen. Okay.
Noch ein weiteres Pferd vielleicht? Ja, vielleicht Suyo Sink, an europäischen Teilnehmer. Ja. Wobei man ja eigentlich keinen europäischen Sieger in diesem Rennen gesehen haben bis jetzt, oder? Einmal. Weil die amerikanischen Pferde sind dann doch spezialisiert auf Sand, zu laufen. Ja. Das ist dann doch eher gang und gäbe. Was gibt es bei Suyo Sink zu sagen? Coral Eclipse Stakes gewonnen, Red Mills Irish Champion Stakes gewonnen. Ja. Also kommt mit tadelloser Form aus England und Irland nach Amerika. Vierte im Arc, 5¾ Längen hinter Daydream. Also auch, sagt einiges, sagen wir mal, ja, knapp an der Platzierung. Okay. Und ja. Ja, Aileen O'Brien probiert es jedes Jahr. Immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. Hat ja eine riesen Armada mit, glaube ich, ne? Genau. Das Pferd ist eigentlich ein australisches Pferd. Hat ja da auch im letzten Jahr die Cox Plate gewonnen. Die anderen Formen hat Peter ja wunderbar aufgeführt. Ja. Sicherlich eines der besten Grasbahnpferde, das wir auf dem Planeten haben. Aber Grasbahnpferd, ne? Genau. Und nicht auf Sand. So gut. Oder vielleicht doch, überraschenderweise. Ja? Es ist nie ausgeschlossen. Klar, probiert man das. Die werden das auch getestet haben. Ist ein Riesenstall. Die können das auch einschätzen in der Regel. Aber es war nie einfach. Die europäischen Pferde in diesem Rennen, in der Regel kamen die aus diesem Stall, waren immer gewettet. Aber eigentlich sind sie fast immer gescheitert. Vielleicht wird das diesmal anders sein. Wie auch immer, nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, Peter. 15 und 12 hast du uns jetzt erläutert. Wahrscheinlich auch die Pferde, die du uns jetzt an die Hand geben möchtest. Ja, die zwei möchte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja. Ja. War zuletzt in der Gruppe 1 als Sieger, 2¼ Längen vor Drosselmeier, der auch in dem Rennen laufen wird. Okay. Ja. Das ist eine tadellose Form. Hat Gruppe 2 gewonnen, zweimal Zweiter in diversen Gruppe 1. Ja. Der ist auf jeden Fall auch einer der Kandidaten, die da sicher ein Wörtchen mitreden. Flat out. Und steht bei lukrativen, derzeit jedenfalls, 70/10. Sehen wir hier auf pferdewetten.de. Ja gut, also die drei Pferde, die du aber jetzt empfiehlst, sozusagen in der richtigen Reihenfolge? Ich würde sagen, ja. Uncle Mo, egal 12. Was passiert. Jo. Harvey the Grace. Das ist die Programmnummer 10. Und die 5 wahrscheinlich. Oder die 2. Die zwei, alles klar. 12, 10 und 2. Ja, das sind die Hinweise gewesen, liebe Zuschauer, für die Highlights, die Sie auf pferdewetten.de alle live verfolgen können am Samstag. Wie gesagt, am Freitag geht schon los. Gehen Sie auf pferdewetten.de, da gibt es, wie gesagt, zahlreiche Bonusaktionen. Da geht es richtig rund. Erleben Sie bei uns bei pferdewetten.de den Breeders Cup live und räumen Sie richtig ab. Wir bedanken uns, beziehungsweise ich bedanke mich herzlichst bei Peter Heugel, bei Pierre Hofer. Ja, wir wünschen uns alle gegenseitig Hals und Bein und Ihnen natürlich auch, liebe Zuschauer. Ja, bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.